Hallo und willkommen zurück zu Shattered World, Minecraft oder andersrum oder beides, wie auch immer. Daniel, weißt du was? Ich habe gerade beschlossen, wir nehmen die hierher, die Fluid Conduits. Ja. Da müsste nämlich das Extracten besser gehen. Stirbst du? Die sind mir nämlich lieber, weil ich erstens da ein bisschen besseren Überblick habe und zweitens... Sind auch hübscher. Ja, genau. Sieht man wahrscheinlich auch, was durchfließt, oder? Ja. Yay, lag. Ja, ich glaube, das macht's an einem aus. Ja, wahrscheinlich. So, die sind nur etwas teurer im Sinne von, ich brauche mehr... Flo, brauchst du noch einen Wrench, weil du ja vorhin einen nicht hattest? Den ich habe nämlich zwei. Ah, ja, dann kannst du mir deinen zweiten geben, richtig. Wo bist du? Ich bin gerade essen. Ah. Komm dann einfach vorbei. Ja, so. Du bist wo? Da bist du. Du bist da unten bei den Fliegeviechern. Schön. Hi. Jetzt ernsthaft verbinden die sich nicht, oder was? Ah, ah. Scheiße, Daniel, die verbinden sich nicht. Okay. Weil wir müssen hier nicht Lava reinpacken, sondern Lava-Buckets reinpacken. Haha. Was? Wir haben uns was? Ach, die Generatoren, die fassen bloß. Ah, ja. Keine Liquids. Das macht fast Sinn. Mit anderen Worten, wenn wir das machen wollen würden, müssten wir. Wollen würden müssten, ja. Wenn theoretisch. Den Fluid Transposer dran packen. Der dann den Bucket reinbekommt, den füllt mit Lava. Leert und wieder rausholt. Das probieren wir mal spaßeshalber aus. Ist kein Generator, der direkt Lava nimmt? Doch. Aber? Den haben wir schon. Okay. Und wir haben noch zu viel Lava, oder was? Nein, das Ding hier haben wir schon stehen. Ach so. Ja. Es wäre noch toll, wenn wir den einstellen könnten. Shit. Das ist eine Katzenkammer hier. Ja, da sind sie wenigstens aufgeräumt, oder? Halbwegs. Muss man aufpassen, dass man nicht drauf tritt. Ja, das überleben sie. Solange man sie nicht schlägt, ist alles super. Kann man sie wrenchen? Ich traue Schüsseln zu, dass man die in Tiger es oder Löwen gibt's. Oder sowas umwandeln kann. Es gibt einen Mod, bei dem man Schafe chiseln kann. Schafe? Ja, die sehen dann aus wie Blöcke. Ja, nee, wirklich, die kriegen dann eine Blocktextur. Also du kannst dann auch ein Schaf als Crafting Table chiseln und ich glaube, du kannst sogar das Crafting Table benutzen. Gut. Warum? Because reasons. Gut. Has modding gone too far? Ja. Gut, dass wir drüber geredet haben. Naja, ich meine, klar. Warum auch Open Computers programmieren, wenn man Schafe chiseln kann? Also es ist eben. Die schon immer so hässlich? So. Zumindest sehen wir schon mal, dass Lava durchgeht. Ich finde das übrigens eine tolle Anzeige mit diesen Pfeilen unten. Das sagt mal was aus. Genau, Modular Frame. Schön ist es zwar nicht, aber ja. Ja, schön nicht, aber man erkennt, was es ist. So. Ja, und zwar nach unten. Wow.
Genau, das Ding. Er hat auf einmal wieder Strom. Und jetzt. Wäre es lustig, wenn er es wieder abgeben würde. Wie heißen die Item-Conduits denn? Item-Con. Duet da. Ernsthaft. Die gibt's echt nicht günstiger. Offensichtlich. Okay, Item Conduit, Pulsating Iron Nugget. Das ist nichts anderes als Pulsating Iron, Iron und Enderperle. Warum genau haben wir hier eine Schneedecke? Weil mir irgendjemand 30, 40 Blöcke Schnee zugeworfen hat. Ja, das war eines dieser Viecher wahrscheinlich. Keine Ahnung, es lag am Boden und ich kam nicht dran vorbei. Und dann habe ich das abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung. Also, sagen wir so, wenn ein echter Lava-Block daneben ist, dann glaube ich schon, ja. In Pipes wahrscheinlich nicht. Hatten wir nicht mal Eisen. Kann man wohl nicht so einfach abbauen. Mit der Schaufel vielleicht? Mit der Schaufel wahrscheinlich, ja. Na, da kommen nur Schneebälle raus. Das Molten Iron, das gerade drin ist, brauchen wir das? Braucht das wer? Nee, das hatte ich gebraucht für... Nein, Toolrod. Hey! Hörst du auf. Jetzt muss ich wieder das essen. Ich bin froh, dass bei den vier Dingern wenigstens einer getroffen hat. Bringst du mir einen Burger oder sowas mit? Irgendwas Starkes? Wenn wir noch welche haben, ja. Nur keine Pizza, die habe ich schon. Was haben wir denn noch? Wir hätten Chicken Parmesan. Ja, das klingt gut. Oh, jetzt habe ich Lust auch auf. Sushi hätten wir noch. Also, ja. Nachdem ich jetzt die Reihenfolge mal geändert habe, wird übrigens der Glowstone auch geschmolzen. Hey ho! Wieso? Wegen der. What the fuck? Nachdem was hat das mit der Reihenfolge zu tun? Nachdem es jetzt aktualisiert wurde, hat er es jetzt wieder probiert. Ah! Na, Halleluja. So, wo ist er, Daniel? Ja. Bei den Katzen, schnell, wirf mir zu, bevor es die Katzen. Ja, bevor sie es fressen. Verdammt, das reicht nicht ganz. Nein! Ich hab noch, warte, ich hab noch was. Wow. Essen to go. Wo bist du? Ein Karamellapfel. Oh, 13, irgendwas. Das bringt leider auch nichts. Ja, schade. Muss ich wohl doch zurück. Dann musst du es aber schauen, ja. Clan. Naja. Sag mal, gibt's noch irgendwas, was ich überhaupt essen kann? Bescheuert. Eine Schokoladenbanane. So. Das ist gefühlt zu viel, was ich nicht essen kann. Ja. Das Problem ist uns bekannt. Oh, Halleluja. Also, Quest fertig. Der Generator, gibt der sofort alles, was er generiert, weiter? Oder raus? Weil er steht ständig 0. Ja, gut. Weil er erstmal den Capacitor füllen würde. Wenn der voll ist, dann können wir drüber reden. Wie viel brauchen die? Bitte sag mir. 900 Grad war Lava, oder? Ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Okay, noch passiert was. Na gut. Oh, Fliegevieh. Geh weg. Och nee. Sag nicht, dass der das nicht macht, weil, was weiß ich, wieder fehlt.
Na nee, noch arbeitet er. Brauchen wir diesen Wassertümpel hier oben noch? Nee. Dann mache ich den nämlich mal weg, weil welchen? Den hier das im Eck. Die endlose Wasserquelle oben. Ja. Jein. Für, falls ich mit dem Apothekarium noch was machen will. Kann sie kleiner machen. Also es reicht, wenn es 2x2 ist. Hm. Und nur eins zieht. Au! Scheiß Vieh. Hey, du bist tot. Hör auf mich zu schießen. Warte, ich mach das damit. Die Ecke, so, wo ich bin, kleiner machen. Da. Nee. Dann noch eine Runde Item Conduits. Warte mal ganz kurz. Sekunde. Sehr schön. Mehr. Ja. Diese ganzen Barrels hier, die brauchen wir ja auch nicht mehr, oder? Das weiß ich nicht. Da sammeln wir ja nur Wasser. Wasser ist ja jetzt nicht mehr das Problem. Ich glaube, irgendwie ein paar Sachen muss man auch mit craften, aber ja, keine Ahnung. Okay, dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Sah doch ganz gut aus. Okay, Ding kommt runter. Bucket kommt runter, er pullt. Kriegt den Lava-Bucket, der geht wieder hoch. Ha! Ha! Das müsste ja theoretisch auch hier gehen. Mit einem In und Out. Das zweite muss dann aber auch irgendwie In und Out sein, oder? Moment. Sorry, was hast du gesagt? Ja, du hast gerade geändert. Der zweite Anschluss muss dann auch In und Out sein. Ja. Und jetzt hätte ich gerne noch einen zweiten Bucket, um das Ganze zu testen. Hab ich nicht, oder? Nö, hab keinen mehr. Wir haben kein Eisen mehr. So, angenommen. Da wäre ein Bucket. Der wird gefüllt. Okay. Okay, da ist jetzt gerade eine Kohle drin. Da sind zwei Kohlen drin. Nehmen wir das mal raus. Ja, genau, jetzt kommt der Bucket. Noch wieder extrahiert. Noch nicht. Also auch daran liegt es, dass das noch nicht für Insert geeignet ist. Da werden wir das so machen. Und hinten auf Inserten machen. Ich muss noch sagen, dass auch geinsertet werden kann. Funktioniert es perfekt. Ist etwas kompliziert, aber hey, wir kriegen jetzt automatisch gefüllte Sachen. Mit anderen Worten, wir haben kein Lava-Problem mehr. Yay. Nachdem immer nur einer reinpasst, wird's passen. Cool. Mhm. Das finde ich doch mal gute Nachricht. Good news, everyone. Ja. Und wer hat die Leitung verlegt, die du danach wieder abgerissen hast? Ja, ich! Glückwunsch. Wir sind so stolz auf dich. Gell? Wenn wir Zeit haben, sind wir stolz auf dich. Wir haben eine Schneetür. Kann man Türen mit Schnee chiseln? Also diese, nee, die Carpenter-Türen. Kann man die mit Schnee machen? Keine Ahnung. Ich finde den Schnee unpassend. Das ist ein Dschungel. Ach. Moment mal, In und Out. Out ist braun. Nee.
In, nochmal, in ist grün, aus, out ist braun. Insert, ah, Moment, jetzt habe ich es genau falsch gemacht. Insert ist grün, Output ist braun, ohne Signal. Rosen sind rot, Veilchen sind blau. Extract grün, ohne Signal. Ich rede jetzt nicht weiter, sonst werde ich gehauen. Der packt das automatisch hier rein. Jetzt gehen wir, hast du was gesagt? Jetzt gehen wir hier rüber. Und er fragt sich, warum wir eben nicht zuhören. Nein, diesmal habe ich euch ignoriert. Insert. Hat das wenigstens einen Grund, warum die Transferpipe, die hier an den Tank geht, nicht mehr angeschlossen ist? Ja, weil du ihn kaputt gemacht hast. Ich? Ja, weil ich das Ding abgebaut habe und du danach das eingesackt hast. Aber ich finde gerade in meinem Inventar, ich habe noch 28. Die Transferpipes einfach, oder? Ja. Ach, jetzt hast du doch eine. Also, ja, du hattest welche. Die hatte ich ja gecraftet. Muss ich das noch irgendwie umwrenchen? Nee. Aber nachdem da gerade Blazing Pyrothium drin ist. Oh. Ist auch nicht so ganz richtig, oder? Ach nee, das ist das von vorhin, oder? Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Leckt's gerade? Keine Ahnung, ich renne gerade. Ja, es leckt gerade, okay. Okay. Biomasse kommt hier rein. Passt. Das Schöne an dem Dingens ist jetzt, die Ender-Sachen sind deutlich schneller. Mit anderen Worten, das Ganze wird hier in den Kisten gesammelt und danach das, was reingepackt werden kann, wird dann automatisch hier wieder reingepackt. Hier hatte ich jetzt noch ein paar Fluid Conduits. Na? Ich glaube, es laggt, ja. Hm. Oh, wir schlafen im Stall. Mhm. Wie schön. Also Mangelung an Alternativen. Wollen wir eine Eisdecke? Also kalt. Die Katze sitzt schon wieder auf der Kiste. Ja, wo sonst? Unfassbar. Das sieht jetzt aber irgendwie mehr aus wie so ein Grab. Ja, Mai. Das wird die letzte Nacht. Jetzt gerade die Ruhestätte unserer, ja. Ist das schon die Decke von oben oder ist da noch ein Luft dazwischen? Ich glaube, das ist das. Das heißt, wenn ich da jetzt ganz mutig eins wegmache, dann ist Dios Farm kaputt. Ja, möglich. Schauen wir mal. Nee, genau. Was macht ihr? Nichts. Wo kommt der Stein her? Haben wir Stein oben? Anscheinend. What? Das muss ich mir jetzt anschauen. Da ist ein Enderman. Da ist tatsächlich ein Enderman. Unglaublich. Und noch andere Viecher, die mich nerven. Habe ich mich so. Stehst du gerade immer noch da, wo du eben warst? Ja. Cool. Also hier ist die Baumfarm. Das geht theoretisch. Und da ist tatsächlich Stein drunter. Der Hammer. Hoi. Hi. Also, müssen den Baum um 1 platzieren dann. Ja, ich sterbe gleich, weil halt einfach so viel los ist. Dass man nicht in Ruhe zum Essen gehen kann. Mhm, ja, Flo, super Idee. Mach noch Holz hin, dann haben wir auch noch einen Holzsarg. Cool. Fühl mich immer wohler. Das nächste Mal, komm doch mal schlafen. Nein. Die letzte Ruhestätte, ja, ich weiß. So. So, ich hätte gern wieder Leben, danke. Okay, mit anderen Worten, hallo Katzen. Die Farm, die da oben drüber ist, ist mir übrigens mittlerweile wurscht, also macht ruhig. Guck mal, Flo baut einen Sarg, ein Grab.
Haben wir schon Skelett-Totenschädel, dass wir die auch nicht hinlegen können? Super. Eine Nacht im Sarg. Eine Tasse. Fast. Aufruf an alle, die zuhören und hier mitspielen. Wir brauchen ganz dringend zwei Skelettköpfe. Deko. Deko unser Grab. Tja, das eine Bett ist jetzt schon besetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Noch Säulen hin, sag mal. Okay, das hat jetzt nicht so ganz funktioniert. Da ist jetzt der Lava-Bucket wieder hochgewandert. Das wundert mich jetzt. Weil das bedeutet, dass der hier gesagt hat, ja, du darfst den rausnehmen. Was er eigentlich nicht dürfte und in dem Fall hier auch nicht gemacht hat. Sein Fenster ist blöd. Geil. Scheiß auf Fenster. Hallo. What the fuck? Gut, der war auch so einzeln, das ist symmetrisch, das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, jetzt sieht es aber schon wieder mehr nach Gruft aus. So. Aber ja. Ups. Können wir machen. Weil gerade ist noch Lava. Nee, aber hey, die der Capacitor füllt sich wieder. Das ist doch mal schöne Nachricht. Gut. Ach, die sind zwei. Hey. My Symmetry dies. Whatever. Was? Dahin, ja, genau. Was möchte ich? Ich möchte, dass die fertig gekühlte das fertig gekühlte, wie heißt das Ding denn? Zeug? Fühle ich mich so ausgesperrt hin. Wieder nach unten geht. Kommen wir denn da raus? Hier, logischerweise. Damit, wie komme ich denn? So. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Wir können ja die Kanäle wieder verwenden. Sehr schön. Warum eigentlich... Hier ein Woodblock und da Stairs. Und du bist blau. Weil ich keine Stairs mehr hatte. Okay. jetzt kommen wir noch Kerzen. Natürlich. Ich finde es schön, dass wir jetzt schon ein Gemeinschaftsgrab haben, aber gut. Mhm. Ein Familiengrab. Das ist eine Piratenfamilie. Das Lustige ist, mit diesen Viechern, die da drumherum spawnen und komische Geräusche machen, klingt es wirklich nach Grabkammer. So, und zwar ziehen wir hier eine Reihe ein von an Strom. Dann kommt. Wie packen wir die hin? Hier packen wir die hin. Eins, zwei. Weißt du, was doch viel lustiger ist, Flo? Du mit deinen Engelsflügelchen baust eine Grabkammer. Ja, natürlich. Das kommt auch noch dazu. Macht doch Sinn. Bleib mal genau da stehen. Okay, kann ich machen. Weil ich brauche ja noch ein Pfand. Ich brauche mehr Fluid Conduits.
Hat nicht geholfen, dass wir hier... du darfst dich wieder bewegen. Ja, das ist schön. Gehen. Ja. Okay. Mal schauen, ob das funktioniert oder nicht. Ja, das dauert mir zu lang. Gucke nicht, ob es funktioniert. Na toll, jetzt laggt Photoshop schon. Minecraft laggt so sehr, dass Photoshop laggt. Ja, gefühlt. Ja, wahrscheinlich frisst so viel RAM, dass Photoshop pagen muss und ja. Ja, es hat wirklich wie in-game gerade so ein 2-Sekunden-Lag gegeben. So. Ja, ich habe das fast einfügen. Was mache ich denn hier für einen Stress? Haben wir noch alles. Also einmal Glas und einmal... Okay, ich habe nicht alles. Aber das Gras, da muss jetzt auch noch irgendwie an weg. Das passt irgendwie nicht zu einer Grabkammer. Ja, ich wollte es bloß nicht ganz weg machen. So für den Fall, dass wir doch noch mal irgendwas machen wollen mit Gras, müssen wir es natürlich nicht wieder komplett anpflanzen. Ist kein Problem, weil ich habe eine Pickaxe mit... Silky. Grasblöcke haben ich habe auch schon Glas genug. Grasblöcke, also. Dann mach weg. Da wird ja nochmal so Problem. Holz hinpassen. Holzstämme. So. Jetzt soll's passen. Ja, ich kann es noch nicht mehr aufsammeln. Ich habe keinen Platz mehr. Mein Inventar ist voll mit Katzen. Was? Was machst du mit meinen Katzen? Ersatzpost Katzenkasten. Ups, so. Dann hätten wir hier die Flüssigkeit. Ich bin also frei und werf dir noch ein bisschen Living Rock zu, weil ich... Pack ihn in irgendeine Kiste. So, jetzt müsste hier theoretisch Wasser reinkommen. Genau, perfekt. Ich habe mich gerade gefreut, dass ich Marble gefunden habe, und dann habe ich mir gemerkt, ach, das Item brauche ich ja in Stardew Valley nicht hier. Ups. Fast das gleiche Spiel. Ähnlich, ähnlich. Naja, wenn ich unsere Oberfläche anschaue, ist es wirklich sehr ähnlich. So. Ja, also von diesen Redstone Crystals ist immer noch der erste nur zu einem Drittel fertig. Also ich glaube, das dauert noch ein paar Jahrzehnte. Ja, glaube ich auch. Aber die Katzen passen ja alle drauf. Oh, die Katzen gucken alle gegen Mecker. Na dann. Gläubige Katzen. Ja, schon alle zu mir, ja. Nicht ganz. Ja, schade. Aber wäre lustig. Doch, das wäre praktisch. Dann wüssten wir immer, wo du bist. Na, komm, geh weg. Danke. So, disabled. Na? Disabled. Okay. Also, komplizierte Konstruktion. Aber im Prinzip wollen wir das Wasser, das aus irgendeinem Grund jetzt hier nicht mehr rüberfließt, wahrscheinlich weil ich irgendwie mal doppelt geklickt habe und das Wasser persönlich genommen hat, jetzt hier wieder reinfließt, gut, da kommt, und gleichzeitig soll von oben jetzt das gekühlte, wie nennt sich das Ganze, Zeug, Ethanol, da reinfließen, genau. Und jetzt sollten... Oh, eine Schildkröte. Sollten die Ethanol bekommen. Sag mal, du Viech, ey.
Boah! Du bist keine Schildkröte, du wirst getötet. Es ist Tag, wieso kommen die auch am Tag? Weil es regnet. Als Wetter scheiße. Genau. Ja, Schildkröte, du darfst bleiben, du bist toll. Was bist du denn? Oh, eine blaue Schildkröte. Okay, theoretisch müssten sie arbeiten. Tun sie es auch? Ich glaube, sie arbeiten. Nachdem, ja, ich vermute, die Arbeitenden verbrauchen halt nur gerade deutlich mehr Energie, als sie bekommen. Können wir mal kurz testen, wenn wir das hier... Wow. Wow. So, jetzt müssten sie genau Energie speichern. Ich habe gerade das Gefühl, ich mache mehr kaputt als... Das passt, das passt. Jetzt haben wir Energie auch wieder und jetzt so. Puh. So, und jetzt sollte die Energie wieder weggehen. Genau, so schaut's aus. Mit anderen Worten, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder was kaputt gemacht. Unser System funktioniert. Wir stellen hier gerade noch Biomasse her. Wir müssen hier schauen, dass wir einen neuen Fermenter reintun. Geht auch relativ schnell. Das wird hier umgewandelt zu Ethanol. Und gerade war zu wenig Hitze da, wahrscheinlich weil die nichts gemacht haben. Hä? Warum macht ihr nichts? Ja, jetzt da geht's wieder. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Also es kommt auf jeden Fall Strom an. So, und jetzt wird wieder Biomasse umgewandelt. Hier war's das. Yep. Sehr gut. Wie kommst du da jetzt genau jetzt drauf? Keine Ahnung. Oh, jetzt habe ich Lust auf das Spiel. So, und ich gucke nach, was die jetzt gerade die ganze Zeit machen. So. Hä? Hä? Wir sind übrigens am Ende einer Folge. Na, sowas. Nicht wahr? Das gab es ja schon lange nicht mehr. Ja, ungefähr seit der letzten Folge. Ja, ungefähr, mindestens. Ja, mit anderen Worten, wir sind mal wieder so weit, dass wir was fertiggestellt haben. Es ist unglaublich. Mhm. Mhm. Leck, hör auf. Richtig. Danke. Und von daher sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Mhm. Und bis zum nächsten Mal. Mhm. Und irgendwie ärgert der mich. Jetzt können wir wieder schlafen, wenn nicht Tag wäre. Schade. Gut. Was? What? What? Ich generiere doch Schildkröten. Du generierst Schildkröten? An meinem Aquarium. Und hier ist ein Baum mit so mit Ranken und die Schildkröte klettert gerade die Ranke hoch und runter. What the fuck? Das ist eine große Schildkröte. Die ist gut. Tschüss. Tschüss. Der hat die. Güte.